Hallöchen, na ihr Radis. Willkommen zurück zu The Talos Principle. Jawollo, wir haben beim letzten Mal Areal B3 komplettiert und müssen uns jetzt dann ja, dem nächsten Areal widmen. Wir haben jetzt auch so einen Play-Knopf freigeschaltet, von dem ich noch gar nicht weiß, was der kann. Aber in B4 brauchen wir den, also schauen wir uns das doch jetzt einfach mal direkt an. Oh, hier gibt's auch, wie ich sehe, 2 Sterne. Das heißt, da wird einiges an Bespaßung sein. 6 Siegel und 2 Sterne, das ist irgendwie doch schon ziemlich deutlich viel mehr als hier. Hier gab es 4 Siegel und 1 Stern. Also ich prophezeie mal, wir werden mindestens noch 3-4 Parts in Areal B4 zubringen. Gucken wir es uns an. Eine Pyramide. Du magst dich fragen, wieso ich diese Irrgärten für dich erschaffen habe. Warum du dich so mühen musst, um die Ewigkeit zu erreichen. Aber zweifle nicht. Denn diese Prüfungen dienen der Besserung deiner Gattung. Jo, Mensch. Okay, hinter mir nix. Also irgendwie, warte, was? Das kann ich benutzen. Benutzen. Entry denied. 12.11.2014 oder so. Das ist mit Sicherheit ein Easter Egg, das ich direkt mal sofort gefunden habe. Das ist ja ein Träumchen. Okay, das war auch nicht schwer zu finden, muss man dazu sagen. So, der Computer flötet, also wird erstmal wieder eine Lesestunde eingeleitet. Es gibt 3 Texte. Osiris6.txt. Brrrr, wusste, dass dies die Wahrheit war. Nun werde ich dir von den vielen Gefahren, die dir während deiner Reise ins Duat begegnen werden, erzählen. Höre gut zu, denn die Prüfungen, die vor dir liegen, sind gewaltig. Und wenn du dich nicht als würdig erweist, wirst du vielleicht niemals die ewigen Schilffelder des Osiris erreichen. Und du könntest für immer verloren sein, denn aus dem zweiten Tod, gibt es kein Erwachen. Der Schriftgelehrte brachte nun einen großen Papyrus und entfaltete ihn sorgfältig vor dem Sterbenden. Und der Sterbende sah, dass es eine Karte des Duat war, die die vielen Wege zum Turm des Anubis zeigte. Aha, der Turm. In dem sein Herz gewogen werden sollte. Auf jedem dieser Wege, die sich durch das Duat fädelten, wie das unendliche Garn der Neid, in Klammern 3, waren die Gefahren vermerkt, die den Reisenden bevorstehen würden. Auch gab es große Wände aus Eisen, die nur von den Göttern überstiegen werden konnten, und Tore, die aus reinstem Licht bestanden. Und so konnte der Reisende die ihm auferlegten Prüfungen nicht vermeiden, und er konnte nichts anderes tun, als sich dem Turm zu nähern, indem er seinen Wert bewies und so den Schlüssel zu jedem der heiligen Tore verdiente. Okay, das ist im Prinzip das, was ich gerade die ganze Zeit mache, ne? Und ich müsste mich eigentlich ja... Ich hätte ja eigentlich auch die Option, jetzt schon zum Turm zu gehen, aber ich habe ja gesagt, ich bleibe erstmal bei dem, was Elohim sagt. Vielleicht entscheide ich mich irgendwann um. Dann haben wir auch den Chatlog mit Charlie7.txt. Flower 4 sagt, hey, weißt du, was total freakig ist? Charlie on the Rocks, was? Der menschliche Körper verrottet sehr schnell, sodass alle in der Chemie unseres Gehirns gespeicherten Informationen ganz schnell weg sein werden. Alter, warte mal. Charlie on the Rocks und Charlie Rocks sind ja vermutlich verschiedene Leute, oder? Irgendwie haben wir einmal Charlie on the Rocks und einmal Charlie Rocks, das ist ja komisch. Alter. Aber Computer und Bücher sind sehr haltbar, sodass alle unsere Botschaften, unsere Ideen, unsere Bücher, das wird alles da draußen sein. Unsere Pornos, sogar im Weltall. Ja, unsere Pornos wohl auch. Wir werden alle verschwunden sein, aber die Werke von Aristoteles wird es immer noch geben. Und auch Star Trek, Firefly, Babylon 5, Herr der Ringe, Blade Runner, Cyber... Ich weiß nicht genau, wofür die Sterne stehen. Halt für irgendwas Vulgäres. Cyberbrr von Planetron 6. Shakespeare Byron. Verdammt, sogar Videospiele. Brr, Overdrive 3. Seattle Rack. Dutch Drone Cascade. Die Brr von Berg. WTF, Mann. Jupp. Stell dir mal vor, wenn Außerirdische die finden. Ja, das will ich mir gar nicht vorstellen. Arkadi Tagebuch 84.txt. Archiv wächst weiter an. Der Versuch, Ordnung beizubehalten, ist genauso schwer wie erwartet. Habe diese Woche 7 Mitarbeiter verloren. Statistisch gesehen wird diese Zahl weiter steigern. Muss mich auf realistische Ziele konzentrieren. Nicht genug Zeit zum Trauern. Ach, da war doch irgendwas, dass die Leute sterben, oder? Gab's nicht sowas in einer Zeitkapsel oder so, die Information? Wahrscheinlich sind die 7 Leute Mitarbeiter, die gestorben sind. Und das ist der Gedanke. Ja, so langsam ergibt das alles Sinn. Die Menschheit stirbt oder ist gestorben. An irgendwelchen Katastrophen, Krankheiten, was auch immer, Viren, biochemischen Problemen, radioaktiver Strahlung, whatever. Und die letzten Menschen, die gelebt haben, haben versucht, alles menschliche Wissen und alle menschlichen Texte zu archivieren in diesem Computersystem. Und ja, jetzt
denen ging halt die Zeit aus, deswegen ist das Archiv auch nicht so komplett vollständig und darüber hinaus scheint auch das Archiv ein bisschen beschädigt zu sein. Und ich bin jetzt irgendwie, das weiß ich noch nicht ganz, was für eine Rolle ich jetzt spiele, weil ich das lese und gleichzeitig irgendwie eine künstliche Intelligenz zu sein scheine. Das ist noch nicht ganz klar, aber das scheint ja schon mal der Hintergrund zu sein oder ist zumindest eine halbwegs plausible Erklärung. Ich meine, die ganzen Texte werde ich mir eh nicht nochmal durchlesen. Oder vielleicht werde ich es doch nochmal tun, um irgendwie zum Abschluss des Spiels irgendwann eine ja, zusammenhängende, konsistente Theorie, was in diesem Spiel eigentlich passiert, euch präsentieren zu können. Aber das wird noch eine Weile dauern, denke ich mal. Es ist ja noch einiges zu tun. Okay, es gibt einen Haufen Puzzle. Das hatten wir ja schon geklärt. Ich würde mich aber erstmal kurz umsehen wollen, was es denn noch so außerhalb der Puzzles gibt. Ein Easter Egg haben wir ja gerade schon gefunden. Hier gibt es zum Beispiel einen QR-Code. Oh, schau, noch ein Rätsel und noch eine Stimme, die mir sagt, wie einzigartig ich bin. Und noch ein kaputter Computer mit Bruchstücken von nichts. Diese Welt ist ein schlechter Witz, der von einem grausamen Gott, der zu dumm ist, um den Ausschalter zu finden, erzählt wird. Du bist ja mies drauf, Doc. Machen dir die Rätsel etwa keinen Spaß? Das ist ja sehr traurig. Okay. Scheint aber auch so, dass es immer weniger QR-Codes werden, oder ist das nur mein Eindruck? Ne, hier ist noch einer. Klar, ich könnte hierbleiben, mir Hoffnung auf das ewige Leben machen, versuchen, jedes Unrecht zu richten, aber diese Worte auf der Wand von dir, vor dir sind wahrscheinlich das nächste dazu, das ich erreichen werde. Ja, ich kann ja auch mit niemandem Kontakt haben, ich kann nur Leuten Nachrichten hinterlassen mit Hilfe dieser QR-Codes und ja, sie lesen von anderen Leuten. Räusper, räusper. So, dann gibt's hier noch einen QR-Code. Epitaph, Kinderprogramm, V17-1076, Codename, Ad, endete hier. Logik fataler Fehler in der Firmware der Serie. Letzter Speicherauszug. Das Leben ist kurz. Programmabkömmlinge, Dog. Okay, also, hier hat auch wieder jemand, geändert. Da gibt's noch eine Zeitkapsel vor dieser Sphinx. Ist ja doch ziemlich groß, auch dieses Areal. Bestimmt gibt's ja auch noch irgendwo geisterhafte Androiden, die durch die Gegend laufen und noch mehr QR-Codes. Schauen wir uns weiter um. Wobei diese Tore mich jetzt weniger ans alte Ägypten erinnern als an sowas wie Stonehenge. Wobei es die bestimmt auch im alten Ägypten gibt. Keine Ahnung. Dafür bin ich mit ägyptischer Architektur tatsächlich dann doch deutlich zu wenig bewandert. Aber ich habe immerhin Yu-Gi-Oh! Geguckt. Das ist auch immerhin schon mal ein Anfang. hier ist nix. Hier ist halt diese Sphinx, die bestimmt auch noch irgendein Easter Egg hat oder vielleicht sogar einen Stern beherbergt, kann ja sein. Also ich könnte mir kaum vorstellen, dass die Entwickler hier so eine fette Sphinx reingesetzt haben, die dann gar nichts kann. Wobei, eigentlich kann ich es mir schon vorstellen. Ja, hier scheint jetzt erstmal nichts Offensichtliches mehr versteckt zu sein. Da ist noch ein QR-Code, genau. Schau dir die bloße Größe dieser Pyramide an, dass man sowas tatsächlich bauen kann. Das hat Ed noch geschrieben, also unmittelbar bevor er gestorben ist. Da hinten ist diese Pyramide, aber da kommt man ja auch nicht hin, ne? Aber warte mal, man kommt hier noch zu dem QR-Code der Sphinx. Das brennende Herz sieht immer auf den höchsten Gipfel, Uriel 4. Ja, sicher. Und etwas zerstörtes Gesicht. Information, die über die Zeit hinaus übermittelt wird. Lebende und Tote sind nichts als ein Teil derselben Kette. Verbunden durch simple Chemie. Dies trifft auf alle Spezies zu, aber die Menschheit scheint dieses Prinzip weitergeführt zu haben. Dank moderner Technologie haben wir Zugriff auf die Ideen und Gedanken von Menschen, deren materielle Körper nicht mehr existieren. So wie du nun mir zuhörst, obwohl ich mit Sicherheit bereits tot bin. Du bist Teil der Kette. Du hast die Fähigkeit, dich zu erinnern. Interessant. Und wahr, wenn man davon ausgeht, dass wir also in einer postapokalyptischen Zukunft leben, dann wird die Urheberin dieses Textes mit Sicherheit tot sein. Und, ja, ich meine, die technologischen Fortschritte mögen gewisse Inhalte der DNA gespeichert haben, wobei die ja jetzt eigentlich nur, es ist ja nicht direkt DNA, die da jetzt mir mitgeteilt wird, sondern es ist eigentlich ja nur, ja, eine Aufnahme, eine Tonaufnahme. Das ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes, meiner Meinung nach. Aber vielleicht waren die technologischen Fortschritte trotzdem unmittelbar vor dem menschlichen Untergang noch ein bisschen höher, als sie mir jetzt hier vermittelt wurden. So, fangen wir an mit der... Ich würde sagen, wir gehen die Kammern einfach der Reihe nach vom Startort aus durch. Also fangen wir hier an. Da brauchen wir dann auch schon zum ersten Mal den Play-Knopf. Das ist doch schön.
um die Ecke denken. Kriegen wir hin. Vielleicht. Schauen wir mal. Okay, wir haben hier einen Laser, wir haben einen Connector, wir haben eine Wand, wo wir niemanden um Hilfe fragen können. Und einen QR-Code. Manche dieser Prüfungen müssen mit dem Hintergedanken an Zusammenarbeit erschaffen worden sein, aber ich bin der Einzige, der hier ist. Ja, das ist tatsächlich schade. Okay, wir müssen also einen... Ja, ein zweiter Connector wäre nicht schlecht. Und hier können wir jetzt den Playboy... Ach, den Playboy, sage ich, den Play-Knopf drücken, aufnehmen. Aha. Das erinnert mich an Thinking with Time Machine. Und jetzt, wie war das mit dem Abspielen? Genau. Ach, jetzt kommen diese geisterhaften Androiden. Und der stellt jetzt... Ach, guck mal, ein Erstaunen. Mit dem Ding kann ich bestimmt connecten. Aha, das ist also so eine Art Zeitreise, so wie... Ja, so wie in Thinking with Time Machine. Das ist doch super. Wollen wir es nochmal abspielen? Ach so, man kann immer nur einmal aufnehmen, einmal abspielen. Verstehe. Na gut, dann müssen wir das jetzt halt einfach gut timen. Wobei eigentlich nicht. Aufnehmen. Konnektor nehmen. Hinstellen drücken. So, und die Aufnahme wieder beenden. Und abspielen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Jo, mach. Komm, do it. Wieso geht das jetzt nicht? Komm. Ach, Mist. Okay, aber im Prinzip ist, glaube ich, klar. Zack, okay, dann kann man... So haben wir ein bisschen mehr Zeit, ne? Und... Zack. Hinstellen. Reicht. So, ich glaube, das ist eine lang genug Aufnahme. Man kann bis zu 5-Minuten-Sequenzen aufnehmen. Oh je, das wird ja richtig schwer. Da ist gut. Stell ab, Junge. Wie habe ich so lange gebraucht, um abzustellen? Ah, so. Los, durch, zack, nice. Errungenschaft freigeschaltet, doppelt sehen. Okay, also das ist tatsächlich, vermutlich ist Thinking with Time Machine, dieser Portal 2 Mod, an diesem Element von Talos Principle orientiert. Würde ich mir mal direkt vorstellen. Ich weiß nicht, was zuerst rauskam, aber zumindest ist das sehr ähnlich. Habt ihr keine Ahnung, was ich mit Thinking with Time Machine meine? Kann ja sein. Dann schaut einfach mal auf meinem Kanal nach, das habe ich nämlich auch mal Let's Play. Das war eine ganz nette Mod zu Portal 2. Wenn ihr Lust habt, sonst natürlich nicht. Okay, hier wollen wir hin. Wir haben wieder eine Möglichkeit, Aufnahmen zu gestalten und wollen vermutlich jetzt einen Androiden, dadurch eine Kopie von mir selber, hier drauf abstellen. Und damit das Ganze möglichst lang hält, warten wir jetzt einfach mal ein paar Sekunden, damit wir hier auch schön und gemütlich durchkommen. So, ich denke mal, das sollte aber auch schon wieder reichen. Machen wir mal bis 15 und jetzt brechen wir die Aufnahme ab. Zack. Und gehen dann auch selber durch. Ich finde es interessant, wie der halt... So, jetzt wenn wir diesen Knopf drücken, ist vermutlich dieses Teil hier konsequent durchgehend deaktiviert. Okay, das heißt, jetzt wollen wir das gleiche nochmal machen. Der wird sich jetzt gleich auflösen. Genau, perfekt. Das sind dann übrigens auch die kompletten Erklärungen für die Viecher, die wir immer mal wieder in den anderen Arealen gesehen haben, die durch die Gegend laufen. Das sind einfach solche, ja, solche aufgenommenen Erinnerungen, wenn man so will. Solche Erinnerungen oder wie man die Dinger auch immer nennen will. Solche Zeitreise-Selbsthilfe-Menschen, wie wir im Fachjargon sagen. Ich guck gleich mal, wie die im Steam Achievement genannt werden. Moin. So, das ist ja dann auch gar nicht mehr so erschreckend, jetzt wo man die selber aktivieren kann. Am Anfang habe ich mich ja immer ein bisschen erschrocken, wenn diese Viecher auf einmal durch die Gegend gelaufen sind. Aber jetzt weiß ich ja, woher die kommen. Für Areal C, ja, fehlen uns auch nur noch 2 grüne Siegel. Guck mal, der spielt halt immer noch ab. Na gut, ja, wie heißen die denn hier im Steam-Fachjargon? Oder seht ihr, dass ich das eine Easter Egg nachgeschaut habe? Genau. Das ist interessant. Doppelt sehen. Interagiere erfolgreich mit dir selbst. Na gut. Also das ist einfach ein Klon von mir selbst, das, ja, so kann man das nennen, aber ist kein fachgerechter Name. So, hier brauchen wir nur den Playbutton, schauen wir es uns an. Doppelplatte, ja, ich meine, das klingt ja relativ einfach, du stellst einen darauf und einen daneben. Das sollte doch machbar sein. Moin, aufnehmen, draufgestellt, mal 5 Sekunden draufgestanden. 6,
7 und 8 und zurückgerannt, abgespielt, daneben gestellt. Ach so, Moment, das. Das ist doch nicht so einfach. Okay. Ist dahinter irgendwie eine Kiste? Nein. Ach so, natürlich, warte, es reicht ja. Es reicht ja so jetzt, alles klar. Es reicht, einen zu drücken, es ist anders, als ich es mir gedacht habe. Also, man drückt zunächst mal diesen Knopf, ein paar Sekündchen, dann kann ich da rein. Und dann gehen wir diesen Knopf. Dann ist die hintere Tür offen und damit ist die Schleuse frei. Alles klar, nee, ich hatte jetzt eher gedacht, ich müsste irgendwie mit meinem Klon gleichzeitig halt beide Knöpfe drücken. Aber das ist gar nicht das, was von mir verlangt ist. Durch. Jo, bin durch. Danke. Perfekte Sache. Und jetzt kommen wir hier wieder zurück. Ja, das macht mir schon ein bisschen Freude, diese Zeitreisenrätsel. Wie gesagt, ich fand die auch in diesem Portal 2 Mod echt ganz cool. Und es gibt ja auch so ein bisschen was in dieser Richtung, wobei das deutlich abgespeckt ist in Zelda The Minish Cap. Da hat man ja auch sowas, dass man Klons, ich bin mir gerade über den korrekten Plural nicht ganz sicher, von sich selber erschafft und damit dann zum Beispiel zu zweit einen Stein verschiebt, den man alleine nicht verschieben kann. Gut, das sind also jetzt diese Klongeschichten. Ich denke, das reicht auch für heute. Wir haben 3 Rätsel gelöst, die alle jetzt nicht super schwer waren. Ne, wir haben sogar 4 gelöst. Sogar 5, was? Also wir haben ein paar Rätsel gelöst, sagen wir es mal so. Beim nächsten Mal machen wir dieses Areal fertig und ich gucke mal noch nach Easter Eggs und ja, Sterne müssen wir natürlich auch noch so suchen. Also wir haben schon noch was zu tun, aber ich denke, das Areal geht ganz gut voran. Mir gefällt die neue Mechanik richtig gut. Ich hoffe euch auch. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon denkt. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über nette Kommentare und positive Bewertungen, wenn ihr es denn da lassen möchtet. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Skalidaradi. Moin!